Willkommen zurück hier in Gruppe B zum Duell Monaco gegen Liverpool. Ja, mit dabei der Fangeber natürlich. Willkommen, 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 Sonnenschein. Wir packen unsere sieben Sachen, kommen in die Champions League rein. Ja, Liverpool, alle drei Spiele gewonnen, die sind fix durch als einzige in dieser Gruppe bislang. Monaco 2 Punkte. Okay. Die brauchen einen Sieg. Oh, das haben wir schnell gewonnen. Oh, das war ein Spaß. Gut ausbessert. Ah, Trottel. Oh, schön. Ja, dann Bäcker. Also die Mannschaft hat einen Bäcker. So, ja, Monaco schon 2, 3 Schüsse gemacht, Liverpool noch kein. Müssen wir erst aufwachen. Oh. Stellbar ist. Oh mein Gott. Ja, das war. Golovin! Run! Run! Golovin, run! Oh. Hat er den echt jetzt so verzogen oder ist der abgefälscht worden? Das weiß ich nicht. Ja, hohes Tempo aber. Und ich muss sagen, Golovin ein Wahnsinn. Ich habe ihn nicht gekannt. Ja. Golovin! Aber. Bringt Monaco hier in Front. Könnte eines der Entdeckungen vielleicht werden. Das wäre sein erstes Champions League-Tour jetzt. Schön gemacht. Jetzt hat's gekracht. Oh, da geht keiner hin. Und da kracht es wieder. 2:0, Fabregas. Schön, ich weiß zwar nicht jetzt, wer da rüberbracht hat, den Pass noch. Gelsen Martinez. Ah, der Gelsen, na sicher, die Gelsen, die lästige. Dritter Assist. Ups. Gelbe Karte. Alter. Gelsen ist hier stichig, bissig. Stich zu.
Oh. Hoppala. Wir haben erste gefährliche Chance bei Liverpool. Alter, wer läutet da jetzt? Wijnaldum. Ja, Liverpool fängt sich langsam. Schon wieder gegessen. War ganz wichtig. Ah, sehr gut. Oh, was war das jetzt? Na, das ist weg. Oh, der ist weg. Weg und du bist wieder allein, allein. Und er ist weg. Weg. Zwei zu null, ja, Monaco überrascht hier. Und die zeigen, dass sie da weiter wollen auch. Ja, 60 zu 40 auch Ballbesitz enorm. Da muss was getan werden. Zwei gelbe Karten, das ist schon viel. Substitution for Liverpool coming off the pitch. Number 5, Jorginho Wijnaldum. So, ein Wechsel gibt es. Wijnaldum geht. Oxlade-Chamberlain kommt. Den hast du nicht oft eingesetzt, ha? Nein. Oder? Nicht. Denke ich mal. Oh. Oh mein Gott, wo war das hin? Oh. Money. Ups, gut, das wollte ich so schnell jetzt nicht, aber dachte, weil ich schon ab, weil ich schon geschossen habe.
Na gut, machen wir einen Wechsel. Oh, schön, Golovin. Wie das kann war das passieren? Aber schön frei gewesen. Ronny Lopez steht auf 13:0, er erzielt sein erstes Tor für die Monegassen. Ganz bitter für Liverpool dieses letzte Gruppenspiel. Steht einmal nicht abzogen, sondern wirklich mit schön Mitgefühl rein. Also nur nicht hinten reindrängen lassen. Oh, kein Abseits und es ist Chamberlain. Macht's nochmal spannend. Oh, dass das kein Abseits war, war verwunderlich. Ich glaube, das war ganz knapp nicht. Oh, fuck. Was? Halstabletten in Kombination mit einem Schluck Kaffee danach ist. Arsch. Arschgeschmack. Ah, zu weit. Oh, das ist abgerissen. Und er fliegt, fliegt, fliegt. Gut, Firmino wird gehen, genauso wie Fabinho. Man wird jetzt ein bisschen offensiv Power setzen mit Milner und Shaqiri. Hier gibt es auch einen Wechsel. Noch eine frische Kraft auch. To be replaced by number 7, James Milner. Number 23, Sheldon Shaqiri. Oh man. Huh. Oh, das war nix. Naja, hat schon Tor, also hat schon Schiris gegeben, die was pfiffen haben. So, eine Viertelstunde. Gott sei Dank. Shit. Ah.
Er kann auch nicht mehr. Bisschen Power, bisschen frisch, kann nicht schaden defensiv. Schon gut gesetzt. Oh. Ja, Salah hilft hinten aus. So, das bringt alles Zeit. Ja, Monaco wird das hier gewinnen, das steht außer Frage. Liverpool in der Schlussphase aufgeweckt gewesen, aber das ist zu wenig. Monaco feiert hier den ersten Sieg ein. Ja, fulminant gestartet. Ja, sehr gut gespielt diese erste Halbzeit, das reicht im Normalfall nicht. Untergegangen, dann gut gestanden in der zweiten Halbzeit. Somit bewahrt Monaco ihre Chance aufs Weiterkommen. Er ist natürlich auf Schützenhilfe angewiesen.